Hallo meine hartquestenden Elex-Jünger und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren gemütlichen Runde Elex 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen Jagd betrieben und sind dann im Anschluss mal hier zum Leuchtturm. Haben wir uns den nochmal angeguckt. Da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Waffe. Also für jeden, dem es interessiert, da habt ihr eine schöne Nahkampfwaffe, wie es scheint. Müsst aber auch ein bisschen im Bereich Stärke und Kunst gehen, obwohl ich ganz ehrlich den Nahkampf in diesem Spiel nicht mehr präferiere. Ich habe ja am ersten Elex 1, habe ich selbst die Klopen im Nahkampf gemacht, ne? Weil du einfach dort taktisch spielen konntest. Jetzt ist es wieder nur so ein typisches Klicken, 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 Klicken. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Warten, warten, warten. Klicken, 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 Klicken. Oh, ich kann versuchen auszuweichen. Aber der Ausweichmechanismus, ja, macht ja nur schwierig. Sehr schwierig. Plastikflasche, dunkles Elex. Ah, du bist einer von diesen von den Elex-Vögeln, ne, die auf dunkles Elex jetzt abfahren. Ja, genau, darunter müssen wir irgendwie. Ja, ich genieße das Spiel in dem Sinne einfach nur, weil es mir Spaß macht, die Story zu erleben. Einmalig wahrscheinlich. Habe ich mir jetzt auch nur schon genügend Sachen gehört, gelesen und sonstiges. Und auch ein bisschen gesehen, also in einem Video, wie gesagt, immer noch. Und da wird nicht viel kommen, dann nochmal, um es so wieder zu spielen. Von daher spiele ich das Spiel jetzt einmal so durch, wie ich es gerne machen würde. Und würde dann mich auch nicht weiter ransetzen. Allgemein muss ich immer gucken. Ich bin jemand, der spontan, sehr, sehr spontan in solchen Sachen ist. Und sehr hüpfend. Also es war jetzt in 7 Days zum Beispiel bei meinen Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob die dann schon draußen waren. Bin ich spoilerig ein bisschen dahin. Hatte ich mir auch immer gedacht, ah, da funktioniert was nicht an meiner Base. Ich ändere die Base. Und, gut, im Endeffekt bin ich doch wieder zu meiner Base zurückgerannt. Ne, weil, ich es doch nicht aufgeben wollte. Das ist so, ich bin da so spontan hüpfend und kann recht schnell unzufrieden sein und dann doch wieder, mach ich trotzdem wieder das Alte. Oder das Neue dann doch auf einmal. Das ist immer bei mir so wirklich. Ja. Und deswegen ist bei mir auch das mit den Spielen so fraglich. Ob ich wirklich nochmal, also Elex 1 hatte ich mir irgendwann mal überlegt, nochmal zu spielen. Aber ich muss gucken, wann, wie, wo, weil ich auch gerne neue Spiele, also in dem Sinne neue Spiele spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Wie gesagt, mein Augenmerk liegt jetzt darauf, dass ich gerne dieses Police Story spielen möchte. Ich habe da noch ein paar andere Sachen. Ich würde gerne mit euch, ich sollte ins Fort zurückkehren. Machen wir. Würde auch gerne so Spiele spielen wie Punch Club, Spiele wie Graveyard Keeper mal. Die habe ich auch ein bisschen angezockt. Graveyard Keeper ein bisschen weiter. War auch noch nicht so durchgespielt. Punch Club hatte ich mal ganz, ganz kurz angespielt. Ich mag solche, ja, ich sag mal, die wie Retro aussehen Spiele. Ich finde das ganz cool, ganz genial. Ich brauche nicht immer sowas wie Elex unbedingt. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ein Fan immer noch von Gothic. Ist alte Grafik, aber diese Spielmechanik, das ist, was für mich am meisten zählt. Was ist die? Da war doch gerade Durchzucht-Tracker. Ah, das sind die neuen, ne? Geben die jetzt dunkles Elex? Ja. Frage beantwortet. Wer seid ihr? Ey, du müsstest Energiezellen haben. Du bist ein Kleriker, Verika. Lehre-Beri. Da bist du ja wieder. Interessiert an einem Handel? Ja, aber ich brauche Energiezellen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Nichts lieber als das. Beine, Tränke, Nahrung, Materialien. Willst du mich rollen? Du hast nicht mal... Blödkopf. Hasse dich. Ist ja wenigstens hier. Guck mal, machen wir für Jetpack nochmal... Elex würde mich jetzt 3400 kosten, ne? Brauchen wir die für irgendwas? Ja, wir können dann selber dann herstellen, ne? Ich habe 47, 74 im Inventar. Ach komm, nehmen wir mal mit. So, wir haben doch bestimmt was zum Verkaufen. Was bringt du? Aber den will ich irgendwie, weiß nicht, den will ich behalten jetzt. Der sieht so cool aus. Habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Ne, die will ich alle erst aufbauen, bevor ich die verkaufe. Nee, 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 nee. Huh. Die behalten war wegen Giftresistenz. Das ist schon nicht schlecht. Hier, das ziehe ich mir nicht an, das Morkron-Ding, ey.
Lässt sich mir nicht an. Warte mal, hatten wir da nicht irgendwie was? Ah, nee. Nur Schlösser knacken, ne? Na, ja, das kannst du haben. Kriegen wir Attributspunkte, das behalte ich mal noch. Habe ich hier noch irgendwas gefunden? Hier habe ich so viel von den Eisendingern, benutze ich noch gar nicht. Das hier kann ich in meine Waffe ja gar nicht einbauen. Was ist das hier? Ach, Granaten, genau. 17 haben wir, nee, 18 haben wir dann davon, ne, wenn ich das eine habe. Was ist hier mit Chitinpanzer und so? Ich sammle die erstmal. Boah, ist ja eines Zechengeländes. Ah, okay. Hier habe ich ja auch noch ganz viel. 17 kleiner, 5 sehr großer. Das sind bestimmt 200 und 100, aber ein Tausender und da haben wir auch nochmal ein Tausender zusammen. Und dann haben wir hier auch mal ein bisschen was, also wir haben schon so ein bisschen was zusammen. Hier, das kannst du haben. Das kannst du haben. Was ist mit diesen Rohstoffen? Brauche ich die? Hab immer noch keiner beantwortet. Brauche ich diese Sachen wirklich? Die sogenannten Rohstoffe oder nicht? Weil sonst würde ich die jetzt einfach mal vertickern. So, 3000. Ja, okay, wir haben jetzt das Geld nicht so heftig, aber ich habe noch genügend Waffen. Ja, ja. Man sieht sich. Bye, bye. Ciao, ciao. Einfach nur wieder, Chi. Was war denn das jetzt hier? Haben wir den selber mal gekillt oder waren die das? Wer seid ihr? Achso, ihr seid die reisenden Händler von den anderen da, ne? Okay, gut. Ich muss mal... Komm, wir gehen mal wieder rein. Ich will die Quest mal abgeben. Ich will die Quest mal abgeben. Nicht zu viel doof herumlatschen in der Weltgeschichte. Einfach mal laufen. Hallo, wie geht's? Wie steht's euch? Haben wir jetzt hier eigentlich das Vorkomplett dann auch abgesucht? Eigentlich bin ich schon der Meinung, ne? Falls ich hier im Vor jetzt was übersehen habe, denn ich würde jetzt weiterziehen, könnt ihr mir gerne einen Tipp in die Kommentare schreiben, weil dann würde ich hier nochmal hergehen. Ich würde gerne die Quest so weit abschließen, wie es geht. Wenn ich hier noch was übersehen habe, irgendeine Quest, die ich noch machen kann, sagt mir Bescheid, dann kämen wir ins Vor nochmal zurück, weil dann würde ich mir das auch gerne einmal anschauen und machen. Soweit bin ich schon, dass ich sage, ja, darauf hätte ich Bock. Guck mal auf. Wo ist der Schmied? Ah, guck mal. Können wir die nicht klauen? Könnte ich mir wieder was basteln? Beschädigtes Schwert. Eine beschädigte Berserker-Axt. Nimm wir natürlich mit. Bestellzettel. Bestellung. Benötigte Waren. 200 Pfeile, 10 Bögen, 15 Äxte. Die Waren werden schnellstmöglich benötigt. Sind die Waffen von dem vor dem abgesprochenen Termin fertig, habe ich noch ein paar Splitter extra für dich. Fenris. Ah, okay. Ihr macht euch hier aber auch immer alles Stress wie noch was, ne? Ja, nee, das müssen wir jetzt nicht alles machen. Hallöche. Hallo? Ach, da bist du. Hey, Lasse. Guck mal, wegen der Waffe. Wegen der Waffe. Ich habe alles gefunden, worum du mich gebeten hast. Ich habe alles gefunden, worum du mich gebeten hast. Wirklich? Zeig her. Und gleich mehrere Säureblasen. Ich sag's dir, du wirst es nicht bereuen. Gut. Ich werde allerdings einige Zeit brauchen, um die Waffe herzustellen. Seit Jahren spukt mir schon die Idee im Kopf herum. Dafür will ich mir Zeit lassen. Komm in einer Woche wieder. Was? Dann sollte ich was für dich haben. Eine Woche? Ich kann warten. Ich kann warten. Danke für dein Verständnis. Habe ich auch schon anders erlebt. Falls du ungeduldig wirst, kannst du dich ja bei Chloe besaufen und die Woche durchpennen. Vielleicht mache ich das. Alles klar. Nö. Ich kann es kaum Wir haben eine Mission zu erledigen. Bis dann. Wir haben Mission zu erledigen. Warte mal, da wollte ich mal kurz ran. Ich wollte nämlich gucken. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay, da haben wir 3. Beschädigtes Schwert wird aus 100, wird zu 450. Boom. Sphärenklinge. Ach, okay, da brauchst du. Das lohnt sich ja gar nicht, aber die können wir verkaufen. X-Kolben. Hier, da sind sowas. Regentenschwert. Da ist so richtig Kohle raus, aber da brauchen wir mehr von den Dingern. Ja, danke. Kartoffelsalat. Gut, wir müssen eh nochmal also hierher, wie ihr sehen könnt. Dann passt das ja eigentlich. Gut. Das bleibt erstmal offen. Krumme Geschäft. Diplomatische Verwicklung, Sicherung des Landes. Achso, das ist ja das andere. Raubgut eines Abwerbers. Die Werte der Morgons. Ja, okay, die haben wir auch noch nicht fertig, aber ich wollte nicht so schnell zurück. Also wenn ich von hier aus nach da runterlaufe, hätte ich da was. Gut, dann suchen wir mal jetzt die Beute von einem Abwerber. Da in die Richtung. Ungefähr. Hey, hatte ich hier nicht die schon weggetötet?
Oh ne, den Pointer nur. Ups. Die Luft ist wirklich stechend. Dieses Gemisch bereitet mir Unbehagen. Da bin ich immer noch zufrieden, dass wir noch nicht 4D spielen. Oh, guck mal hier, ist eine starke Mana-Pflanze rausgekommen. Die hat sich durchgesetzt in dieser Welt. Die hier sogar die Käfige aufgestellt ist. Also ich kann verstehen, wenn einige Leute Unbehagen mit den Morgrunds haben. Ich muss sagen, das sind auch jetzt nicht meine Favoriten. Fraktion, ich finde die auch ein bisschen komisch her eingerichtet. Jetzt gedacht, ja, aber das ist trotzdem irgendwie sinnvoll, sich aufgebaut haben, weil das, was du da siehst, das wirkt ja doch eher schon kannibalistischer Stil ist das irgendwie. Klar, wenn du so eingesperrt bist, dann überlegst du, was isst du eigentlich? Aber nee, ganz ehrlich, die sind ja so durchgeknallt. Und dann mit denen, wir sammeln die alle ein und dann noch die Namensgebung Khan und was war der andere da? Immer Khan und noch irgendwie Attila. Verstehe ich auch nicht, warum man diesen Namen. Also ich weiß, dass die Hunden und Genghis Khan war, glaube ich, nicht ein Hunde. Ich glaube, Genghis Khan war Mongole. Dass die meines Erachtens nicht so creepy waren, wie sie immer dargestellt sind. Die hatten ja auch ihre Kulturen, aber das ist bei weitem nicht so. Außerdem war das eher so eine Kriegerkultur. Ähnlich bin ich der Meinung wie die Wikinger. Deren Kultur ist ja auch eher auf Krieger sein aus und so. Wow. Yippie. Den haben wir. Den haben wir. Mach ich mich jetzt mal um die Fleischquelle. Au! Kurze Dinge abwarten. Da unten kämpft sie noch. Die Mutanten wird schon ein bisschen stärker, ein bisschen stabiler. Aber auch den haben wir. Geben die dann eigentlich Elex oder nicht? Jetzt habe ich gerade auf die Munitionsanzeige geachtet, wodurch der Schuss der eine daneben geht. Die Scheusale sehen schon krass aus, oder? Aber wir hatten die jetzt gebaut, wenn die Alps das nicht mehr machen. Also kriegen wir hier auch Elex wieder raus. Das ist gut. Von den Scheusalen 2, von den einen. Sehr schön. Dann können wir uns damit ja auch dann die Tränke noch ein bisschen erbauen. Weißes Toilettenpapier. Bestimmt sauber. War irgendwas von Rabak? Die geben mir auch ein bisschen Geld. Warte mal, das solltest du dir mal kurz hineinpacken. Genau. Hey, hier ist ja nochmal so ein Teleporter. Teleporter-mäßig gibt es hier recht viele, ne? Flugscheusal. Der fliegt doch nicht. Der läuft doch, oder? Hast du auch eigentlich eine Waffe? Was ist denn für ein Vieh? Okay. Irgendwie siehst du creepy aus. Ein Angriffsverhalten. Ja, ich bin ein bisschen ruhig im Kampf, muss ich schon schauen. So. Jürgenira, du bist also gegen einen Flugkampfvieh nicht ein Flügel? Wo hat der denn da einen Flügel? Hier steigt das Risiko, getötet zu werden, ins Unermessliche. Irgendwie finde ich die nicht so toll gemacht wie mehr. Sehen so ein bisschen aus wie von Resident Evil, die, wie heißen diese Viecher, da wurde auch die Haut abgezogen war und so. Finde die nicht so dolle. Bisschen schade, ich fand die jetzt wirklich ein, ja, ist immer doof mit dem Vergleich und mecker, mecker, mecker. Aber ja, doch, passt schon so ein bisschen, ne?
jetzt wird's voll. Verdammt. Ich sollte mich beeilen. Beim Töten? Ja. Wenn der rankommt, sind wir tot. Oh, der Move sah cool aus. So. Das mal finde ich ganz viel, aber ich brauche Energiezellen. Also ich muss sagen, die Kämpfe finde ich, also es tut mir leid, aber auch da muss ich sagen, viel zu einfach. Klar, so mit LP ist das total cheesy, aber es ist doof. Also wenn ich mich jetzt noch daran erinnere, wie ich in Elex 1 gekämpft habe und wie krampfhaft das war und wie viel ich überlegen musste, wie ich jetzt hier sehe, dass ich das meist übers Kiten mache, selbst da musste ich nicht, könnte ich mit Kiten und Fernkampf gar nicht so gut arbeiten. Weil die waren wendiger, die waren schneller und dadurch auch schwieriger. Mann. Oh, hier irgendwo sollst du was vergraben haben, ne? Bin ja mal gespannt. Hier in dem Gebiet, okay. Da wahrscheinlich hier irgendwo versteckt auf den Gebäuden oder sowas, ne? Oh. Rote Alp. Ah! Okay, was bringt mir das? Kann ich damit was machen? Nö, ist einfach nur beendet, ja. Ist das Wettkämpfer? Okay, was bringt diese rostige Schatulle dann? Rostige Schatulle. Müsste die nicht hier irgendwo sein? Da. Schloss ist von Rost erfressen. Was habe ich jetzt bekommen? Dietrich Elixier. Welch ein Raubgut. Welch ein Raubgut. Haben so ein paar Alps gekillt. Nicht schlecht. So, das haben wir auch erledigt. Wir sind so ein bisschen jetzt mal dran, einfach mal ein paar Quests zu erledigen. Da müssen wir warten. Das ist mir völlig uninteressant. Ich würde gerne mal den Spielzeugschmuggel machen. Haben wir jetzt ja eine Weile vorausgezögert. Jetzt können wir mal wieder zu den Alps zurückkehren und dort einfach mal den kleinen Jungen etwas Schönes tun. Finde, du solltest zurückkehren. Ich meine, in unsere Gemeinschaft. Nö. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Was ich davon halte, ist irrelevant. Aber du wirst nicht bestreiten können, dass wir mit dir schneller unsere Ziele erreichen als ohne dich. Ja, aber mein Ziel ist im Endeffekt ein vollständiger Frieden und das geht nur, wenn ich euch alle zerstöre. schon amüsant, war. Ich möchte Frieden, daher muss ich euch töten. Nein. Nee, ich will das gar nicht. Diese eingeengten Gemeinschaften, ich finde das einfach wirklich zu schwierig. Jeder sollte seine Kultur behalten, dafür stehe ich gerne, aber in einem offenen Regierungssystem gerne, bei uns dann nämlich. Nur ein Trooper. Nur eine Trooper. So, komm, wir gehen mal jetzt nochmal kurz in die Schule. Ich würde ihm gerne wirklich sein Spielzeug geben, das würde mich freuen. Und wenn nicht, dann adoptieren wir den Kleinen hier raus bei den Alps und er kommt zu uns. Maschinen, die sind okay von euch, aber auch selbst da brauche ich nicht. Wo sind die anderen Kinder? Wie seid ihr weniger geworden? Da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Okay. Mich? Ja, die Innereien der Rottmolche, die du mir gebracht hast, waren ein voller Erfolg bei meinen Schülern. Ich würde dich selbstverständlich wieder bezahlen, um dich zu motivieren. Okay. Wenn du also mal wieder Mutanten jagen willst, sag Bescheid. Na, gib mal her. Wegen der Mutanten. Wegen der Mutanten. Was soll ich dir diesmal bringen? Was soll ich dir diesmal bringen? Nichts. Es muss etwas weggebracht werden. Du erinnerst dich an die Köder, die ich mit meinen Schülern ausgelegt hatte, um die Rottmolche anzulocken? Mhm. Die ihr mit Kontrastmittel versehen hattet? Die ihr mit Kontrastmittel versehen hattet. Um die Innereien, die du uns besorgen solltest, zum Leuchten zu bringen. Genau. Ich kann mit meinen Schülern selbstverständlich nicht gefährlichere Mutanten außer Rottmolche anlocken. Aber du kannst das. Ich soll also Köder auslegen, um Mutanten anzulocken. Okay.
klingt gefährlich. Ich glaube nicht, dass ich das machen möchte. Hä? Aber warum muss ich die Bezahlung? Da fehlt mir jetzt schon wieder. Ich will, ja, kein Problem. Kein Problem, aber nicht die Bezahlung. Klingt gefährlich. Deswegen kann ich es nicht mit dem Nachwuchs machen. Und dies ist auch der Grund, warum ich dich angemessen bezahlen werde. Je höher das Risiko, desto größer muss die Motivation sein. Ich will eigentlich nur die XP haben. Die Grundregel emotionaler Beeinflussung. Eigentlich nicht. Mit welchen Mutanten werde ich es zu tun haben? Hoffentlich mit gar keinen, da du nur Köder auslegen sollst. Fragt sich nur, ob das klappt. Wir versuchen, Häscher anzulocken. Diese Mutanten, die den Menschen noch recht ähnlich sehen und Waffen benutzen. Ihre Gehirne sind für unseren Unterricht perfekt geeignet. Ja, das wäre bestimmt interessant. Sie sind ein Wunderwerk unserer Biotech-Ingenieure von damals. Wo soll ich die Köder auslegen? Wichtig ist nicht nur wo, sondern auch wie. Wenn du gerade Richtung Süden läufst, den Berg hinauf, findest du eine alte Burg. Sie war früher einst von den Klerikern besetzt. Heute haben sich dort eine Menge Häscher eingenistet. Die Burg. Dort sollte es mit Sicherheit noch einige Tische geben. Leg die Köder dort drauf. Selbst wenn von Häschern kaum Menschliches mehr übrig ist, sollten sie doch noch Essen auf Tischen erwarten. Auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist. Wenn es so funktioniert. Na gut, gib mal her, mach ich. Alles klar. Ich werde die Köder für dich auslegen. Gut, hier, nimm die Köder. Wenn du die Köder ausgelegt hast, komm wieder zu mir. Ich werde dich angemessen bezahlen. Gut, nee, den verraten tue ich nicht. Hey, mein Kleiner. Guten Tag, Sir. Hey, mein Kleiner, ich habe Spielzeug für dich. Ich habe ein Spielzeug für dich finden können. Ist das wahr? Du hast wirklich... Ja, hier ist es. Ich... Das ist das also. Ein Spielzeug. Und was macht man jetzt damit? Man nennt es einen Teddybär. Er heißt Bernhard und man kann mit ihm kuscheln oder sich mit ihm unterhalten. Faszinierend. Man tut also so, als sei er lebendig. Yep. Ich werde das sofort ausprobieren, sobald ich unbeobachtet bin. Mach das mal. Hier, klar. Wie versprochen. Genug für eine ganze Woche. Makars-Lehrmaterial. Mal sehen, vielleicht steht ja was Interessantes drin. Mal sehen, vielleicht steht ja was Interessantes drin. Da bin ich mir sicher, Sir. Danke nochmal für alles. Ich kann es kaum erwarten, mich mit dem Spielzeug zu beschäftigen. Ja, mach das. Das ist schön. Ich muss nun aber weiter. Sonst schaffe ich morgen mein Hausaufgabenpensum nicht. Auf Wiedersehen, Sir. Ja, hier, die dürfen ja nicht mal Kinder sein, ey. Und schon ist es für mich eine Kultur, die ich nicht haben möchte. Kinder, die nicht Kinder sein dürfen. Hi. Ihr seid aber nicht wegen mir hier, oder? Gut. So, wir haben Lehrmaterial erhalten. Lasst uns mal schauen, ob das uns was bringt. Ich glaube, hier ist es nicht, ne? ID-Karte, persönliche ID-Karte. Wo habe ich denn die schon wieder her? Habe ich die jetzt vorhin verkauft? Hä? Egal. Okay, dann müssen wir im Log gucken. Auftragsschreiben, Kopfgeld, Kartenstück 12. Müsste hier nicht irgendwas mit Hausaufgaben sein? Notizzettel. Neue Vorräte, nur Lebensmittel. Ja, okay, das kennen wir schon. Seite aus dem Tagebuch eines Kindes. Ach so. Ich hab doch bekommen, oder nicht? Kartenstück? Hä? Bin ich jetzt blind? Lalalala, Aufzeichnung, Banditen, Hausaufgaben. Ist hier irgendwas wie Hausaufgaben? Hallo? Hilfe rufen? Nee. Hä? Verwirrte, fehlerhafte Nachrichten, das kennen wir alles schon. Hä? Bin ich jetzt völlig bekloppt? Ich finde die gerade nicht. Das ist meine Nahrung. Pflanzen sind da. Ui!
Hab ich die jetzt plus bekommen? 60 bin ich jetzt. Hatte ich vorher nicht schon 60? Warte mal. Hä? Warte mal. Machen wir mal den hier kurz. Hatte ich da vorher nicht schon 60 gehabt? Ich habe die jetzt viermal genommen. Weil eigentlich müsste doch... Guck mal, da bin ich mir schon bei 60. Bin immer noch davon 3 entfernt. So, ich hab das jetzt. Wir machen mal was kurz. Wir gucken jetzt mal. Laden. So, wir haben den jetzt gespeichert. 29 Stunden 56, 56, 52. Laden wir mal kurz den. Ja, ja, den haben wir gespeichert. So. Lasst euch nicht von euren Gefühlen verführen. Ist ja euch. Cool. Haltet sie unter Kontrolle. Ist ja cool. Sei ruhig da hinten. Ist ja geil. Also haben wir durch diese Hausaufgaben 4 Intelligenzpunkte nochmal bekommen. Finde ich gut. Statt ihn zu verraten. Sehr schön. So, haben wir. Wir sollen leuchtendes Elex. Und wo müssen wir da jetzt hin? Das ist hier in der Nähe, ne? Burg von den Klerikern? Hier waren die Kleriker drin? War das die Burg, wo sie damals residiert hatten, dieser Zwischenburg? Ja, doch, könnte vom Aufbau passen. So ein bisschen. Ich müsste wirklich die Karten mal vergleichen. So, von der Schneesiedlung müssen wir hoch. Je nachdem, wo wir stehen, aber da hoch müssen wir, genau. Ich kann mich entsinnen, dass die einen Außenposten hatten damals, die Kleriker. Daran kann ich mich entsinnen. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, grenzt an ein Wunder, wenn ich mir ihre Wurzeln hier so betrachte. Das war Menschheit, ihr seid Magalan, ja. Ich bin ein Magalaner. Okay, wir gehen noch mal kurz da hoch, gucken, ob wir das da auch noch erledigen, damit wir so ein bisschen mal wieder Mission voranbringen. Ich glaube, das ist schon jetzt ganz anders eingerichtet, als es eigentlich war. Hier liegt noch ein Altar. Hatten die hier niemals gehabt. Elexiten, einer Elex-Trank und ein Pokal. Guck mal, können wir vielleicht nochmal ein Level-Up machen? Nö, sind wir noch ein bisschen entfernt davon. So, das wird jetzt ein bisschen schwierig werden. Schneehuhn. Also ich weiß, dass die damals hier keine Puppen hatten. Okay, Sektor clear. Weiter geht's. Kaya, nimm die Waffe. Ach, Kaya, sag ich schon. Jetzt geht's gut. Ich dachte, hier herrschen andere. Ab in den Popo, ab in den Popo. So. Ich hab mich nur kurz mal... in Sicherheit gebracht, damit ich eine gute Möglichkeit habe, die zu erschießen. Aber die sind jetzt gar nicht so problematisch, wa? Ich bin schon gewundert, das sieht ein bisschen nämlich zu ordentlich aus. Aber hier werden... Wow! Hä? Ich stehe direkt vor ihm und treffe ihn nicht. Irgendwie ist es komisch gerade der Kampf gewesen. Oh, du lebst noch. So. Ich dachte, er wäre schon tot. Ich wollte gerade looten. Oh, das ist doch auch ein Berserkerbogen, oder? Komm, gib den Berserkerbogen. Yes, die Berserkerbogen sind nämlich recht wertvoll, finde ich. So, dann haben wir die auch nämlich getötet. Eine Truhe, leichtes Schloss. Schlechter Zeitpunkt. Wo denn? Hallo? Hier unten? Hallo? Das Schneehuhn greift mich an. Komm, trink mal einen Trank. Hier ist doch niemand, der mich angreift. Zwischensafen geht nicht, wa? In der Fighter.
War ein Warnschuss. Ergeben Sie sich. Dann nicht. Auf in den Popo, auf in den Popo. Da können wir ein paar gute Waffen kriegen, ne? Da können wir die nämlich mal verbessern. So. Bin ich jetzt aber wenigstens fertig? Ach komm, das schaffst du. Ja, Berserkerbogen sind gut. Die sind nämlich eigentlich meines Erachtens recht wertvoll. Also haben sich hier eher Banditen doch jetzt niedergelassen, statt Pescher. Das überlebst du doch, meine Kleine. Nyra. Ich dachte damals, Nyra wäre gestorben. Das war wohl nichts. Naja, den Skill muss ich mir auch nochmal geben. Damit wir das machen. Rein und raus. Rein und raus. Manchmal die einfachste Devise. Beschädigte Erlöse. Okay. Schrott. Lexit. Und ein kleiner Gebestein. Okay. Wie lange hält denn das an? Du Arme. So, warte mal. Wir haben jetzt neue Waffen bekommen, ne? Ein paar neue Waffen nämlich aufwerten. Das wäre mal gut, weil wir dann wieder ein bisschen Kohle bekommen. Ich krieg von jedem immer eher zwei. Da fehlt mir andauernd was. Da fehlt einer. Hier habe ich noch einen Kolben bekommen. Hier fehlt einer. Aber hier die Dings habe ich auch. Oh, guck mal. Zwei Berserkerbögen kann ich herstellen. Dann sind die zumindest mal ein bisschen mehr. Einen Großbogen brauchen wir noch. Ach ja, ein Großbogen. Also haben sich jetzt hier Banditen eingenistet oder was? Achso, wir waren noch nicht ganz oben gewesen. Ah, okay, na, das machen wir dann in der nächsten Folge, glaube ich, dass wir da ganz hoch gehen. Hier haben wir jetzt auch alles abgesucht und dann gehen wir ganz hoch und können da auch nochmal gucken, ob wir dann da auf Mutanten treffen oder nicht. Jetzt habe ich auch schon wieder totale Lags, obwohl ich gerade noch hier... Irgendwie hat er Probleme, sobald er Gebäude oder sowas noch hervorrufen muss. Rein in der Wildnis läuft es ja eigentlich recht angenehm. Ah ja. Wie gesagt, für mich steht klar fest, ich würde nicht nochmal Elex 2 dann spielen. Bin aber auch jemand, der nicht gerne was beendet, einfach während man noch mitten dabei ist. Deswegen ziehe ich das auf jeden Fall durch. Und dann suche ich mir ein paar neue Spiele aus irgendwann. Aber es dauert noch eine Weile. Also wir werden so schnell nicht fertig werden, weil ich die Story wirklich komplett durchspielen will. Möchte Quests haben, möchte noch Gebiete entdecken und so weiter und so fort. Für heute war es das aber erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht ein Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dort, wie gesagt, werden wir dann da oben erstmal in der Burg erkunden und dann die Sachen auslegen, damit wir dann die Organe für diese Lehrerin da haben, die sich Lehrerin schimpft, damit wir da Gehirne sezieren können in der dritten Klasse. Na, wenn wir das hier bei uns bringen würden, ich glaube, die Eltern würden durchdrehen. Ich mitunter auch. Und ja. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!